Bianca, du bist einmal beim Ricardo. Alles gut. Das haben du im Schnee weg. Grüß euch Leute, willkommen zu diesem besonders geilen Video. Heute machen wir was der absoluten Extraklasse. Wir gehen auf den Oblitzen, eine der landschaftlich schönsten Touren im ganzen Lungau. Ganz viel Spaß, kommt mit. Also der Franz meint, da riecht es nach Grießbaum, nach Lungonen-Grießbaum. Wir sind jetzt gerade bei der Hirselalm. Es ist ein Traum. Ich glaube, wir haben echt gute Verhältnisse erwischt. Landschaftlich so herrlich, einfach nur Mörder. Die Skitour auf den Oblitzen startet in Muhr und führt über knapp 1500 Höhenmeter nordseitig auf einen wunderschönen Aussichtsgipfel. Die Tour kann über den Nordkamm, die sogenannte Brettleiten, so gewählt werden, dass man bei einer Steilheit von maximal 35 Grad bleibt. Bei dieser Skitour bieten sich zahlreiche Varianten an, die jedoch sichere Schneeverhältnisse benötigen. Beachtet bei dieser Tour unbedingt das Schutzgebiet fürs Wild im Winter und die Lawinengefahr. Kalt ist im Lungau, aber da auf ist unser Gipfel und die Abfahrt wird saugeil. Schnee passt gut, jawohl. Ja, jetzt kommen sie die Glutmuglis. Ja, windig ist. Es liegen echt ein paar frische Brettel drinnen. Aufstiegsspur, Abfahrtsspur muss heute mit Hirn gewählt werden. Das Auto hat 200 Höhenmeter unter dem Gipfel. Haben wir da gerade ein bisschen ein windgeschütztes Platz gefunden und sagen, das macht keinen Sinn, da raufzugehen. Von der Lawinen vorher, wir hätten schon aufgefunden und oben auch. Aber vorher ist es keine Gaudi und vorher mit dem Windchill bist du gleich mal da bei minus 20, 25 Grad. Der Wind kommt teilweise mit 40 bis 60 km/h daher. Das heißt für uns jetzt eine Abfahrt da oben und bis auf die ersten 100 Höhenmeter wird die Abfahrt, glaube ich, schon ein ziemlicher Spaß. In dem Sinn, auch umdrehen muss gelernt sein. Viel Spaß mit der Abfahrt. Jetzt
kann nicht weg. Jetzt ist gerade oben und links raus. Ja. Ich war wieder hier Jugend zu viel Anker vorne. Und da vorne war da so ein Kante. Ja. Hallo, ich bin der Franz. In vielen Fällen wäre das jetzt das veröffentlichte Video gewesen. Auf Social Media seht ihr meist nur die schönen Seiten des Sports, des Bergsports oder generell die schönen Seiten des Lebens. Wir lieben die Berge geben uns extrem viel, aber die Berge sind da gefährlich. Das ist eine Message, die ich immer wieder predige. Und wie gefährlich die Berge sind, hat sich bei unserer Tour gezeigt. Obwohl wir eine Tour gewählt haben, die den Empfehlungen des Lawinenlageberichts entsprochen hat, haben wir ein Schneebrett ausgelöst. Das sind die Schattenseiten des Berggehens. Diese Risiken müssen einem immer wieder bewusst sein. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, weder am Berg noch am Tal. Das ist das sogenannte Restrisiko. Ich zeige euch hier einen kurzen Ausschnitt, was eigentlich passiert ist, und das entsprechende Video findet ihr in voller Länge unten in der Beschreibung verlinkt. Nach diesem Ausschnitt folgt wie immer das Resümee zur Tour auf dem Oblitzen. Ah, Brettl! Danke, du bist einmal beim Ricardo.
Alles gut. Das haben du im Schnee weg. Ja Leute, wir sind mittlerweile wieder gut runtergekommen von unserer Tour. Die Entscheidung war die richtige, die Tour frühzeitig abzubrechen. Wenn ihr Panoramen vom Gipfel sehen wollt, ich habe einmal eine Tour auf dem Oblitzen und aufs Übereck gemacht. Ist oben und auch unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut euch das gerne einmal an. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen rauf nicht vergessen und Kanal-Abo dalassen, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. In dem Sinn, passt auf euch auf, bergheil, bleibt geil. Ciao, pfiat euch, Bussi.